Freunde, es ist endlich wieder Champions League. Champions League Achtelfinale. Diese Woche der Kracher Lazio Rom gegen den FC Bayern München. Und ich begrüße euch jetzt zu meinem ersten richtigen SBB hier auf dem YouTube-Channel. Wenn euch das Video gefällt, lasst schon mal einen Daumen nach oben da und kommentiert, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Und zwar habe ich mir heute für das Spiel des FC Bayern Münchens einen waschechten Bayer rangeholt. Zwar meinen Freund Bene. Bene CR7 kennt ihr wahrscheinlich von etlichen Buttflampen und schönen Tutorials. Bene, es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Freunde, gut Kick in die Runde. Servus, was geht? Viele wissen wahrscheinlich nicht, ich komme aus dem Bayerischen Wald ursprünglich, bin, seit ich denken kann, Bayern-Fan, deswegen jetzt auch nur kurz fürs Intro das Bayern-Trikot an. Und ja, Starspieler haben uns zwei gute heute rausgesucht, einen natürlich von Lazio Rom, einen von Bayern. Bei Niki ist Guendouzi am Start, bei mir ist der gute Herbert Harry Kane am Start. Deswegen auch, Freunde, Kane-Trikot hier gerade an, das lasse ich nur kurz fürs Intro an natürlich, danach kommt das Wolfsburg-Trikot. Und ja, Niki, danke für die Einladung, ich freue mich extrem hier zu sein. Ja, es freut mich sehr und ich finde es auch sehr schön, dass du meinen geliebten Harald als Starspieler ausgewählt hast, wie ich ihn immer liebevoll nenne. Ich fang einfach mal an, Niki, ne? Es ist ja ziemlich schwer, komplettes Team ist leer, nur Guendouzi drin, es könnte alles sein. Ich bin jetzt mal im Sturm. Einmal mit Antoine Griezmann gegangen, einmal einen Franzose und danach habe ich so überlegt, was gibt es für Franzosen in der Serie A vielleicht, wo durch die mittlerweile direkt zwei Links haben können. Deshalb habe ich mich für den guten Lorient T entschieden. Ja, eins straight, geile Karte. Ja. Okay. Den hast du. Ich habe gewählt hier den guten Fülle, den Lütte mit seiner Zahnlütte. Und Dennis Undorf. Nein. Ich habe nicht Dennis Undorf genommen, ich habe Niklas Füllkrug genommen. Den Mann letzte Woche noch bei der Baller League getroffen, war irgendwie ganz sympathisch, dachte wir, komm, wenn wir den Bene spielen, kann man vielleicht die eine oder andere Flande auf ihn spielen, gucken wir mal. Und dann habe ich noch die neue Karte aus der Serie A, den guten Noah Okafor. Diesen 82er Future Star, ne? Ja, genau, also Stürmer Okafor und Füllkrug, muss ich dich leider enttäuschen, die dürfen drin bleiben. So, dann machen wir mit meiner Position weiter. Ich starte mal rein mit einem rechten Mittelfeldspieler. Und da steht bei mir der gute Ousmane Dembélé, 86er Karte. Ich habe die Karte fast noch nie gesehen. Ist UEFA Euro 2024 Karte. Sieht richtig komisch, aber irgendwie auch cool aus. Und im linken Mittelfeld gehe ich auch mit einer sehr coolen Karte. Und zwar mit Kai Havertz-Winterwildcard. Der kann links Mittelfeld spielen, das wissen nicht viele. Hat den in der Luft-Trade, 95 Sprungkraft. Da werden ein paar Bugflaggen fliegen, Niki. Ja, okay, mein guten hier Freund Kai Abi habe ich leider nicht. Ich hatte hier Saka von Arsenal und diesen neuen Future Star Brian Zaragoza auch vom FC Bayern. Dachte, vielleicht willst du eine neue Karte testen. Ja, schade, Niklas. Würde sagen, wir machen weiter. Bei mir, ich fange mit dem linken Flügel an. Da habe ich mich für Florian Thauvin von Udinese entschieden. Da könnte ich mir vorstellen, dass du den hast. Ist ein bisschen obwürst gewesen. Rechts Mittelfeld, da habe ich mich für eine ganz neue SBC-Tatte entschieden. Der Mann hat gestern noch das Africa Cup of Nations Finale mit Nigeria verloren. Mit Chubuete, 92 Pace und die Rakete, also da wird ordentlich Tempo gemacht. Und als zweiten zentralen Mittelfeldspieler habe ich mich tatsächlich für einen Teamkollege von Niklas Füllkrug entschieden. Und zwar für Julian Brandt, den es aktuell im Season Pass gibt. Ich könnte mir gerade echt in den Arsch beißen. Ich hatte Trovar schon hier stehen, aber dann dachte ich mir, Lücke hat noch gar keinen Link und du wirst nicht mit Brandt als ZM geben, der hat doch gefühlt nur 60 Verteidigungen oder so. Deswegen bin ich dann voll in die Bundesliga-Richtung gegangen mit Adeyemi und Coman auf den Flügeln. Vor allem Coman dachte ich mir, der kann auch links flügeln, der kann rechts flügeln spielen. Und im ZM habe ich dann noch Loftus-Cheek von AC Mailand für Noah Okafor aufgeschrieben. Da hast du alle drei behalten, Niki. Ich mache dann aber bei mir weiter mit meinen drei zentralen Spielern. Und im rechten ZM, du wirst gleich mein Schema merken, Niki. Im rechten ZM gehen wir mit einem Spieler, Teamkollegen von Harry Kane, mein Lieblings
ZM dieses Jahr im Spiel gefühlt. Ich spiele ihn in der VBL als Rechtsverteidiger. Joshua Kimmich, die Road to the Final Karte ist das, hat Long Ball Plus, meine Lieblings-Playstyle, als Playstyle. Und deswegen spielt bei mir am linken ZM ein Spieler, der das auch kann. Und zwar ein Franzose. Mein Internet nervt hier gerade ein bisschen rum. Warte mal. So, Game ist neu gestartet, Freunde. Im linken ZM, bei mir wie gesagt eine Inform-Karte mit Longball Plus. Und zwar ist es der gute Diouf, spielt bei RC Lens in der Ligue A. Eine echt saugeile Karte, alle Werte über 81. Und ZOM fehlt noch, das ist bei mir mein Icon-Spot. Und zwar ist es der wunderbare KK Thunderstruck. KK, aha. Dann habe ich leider alle drei, ne? Muss ich dich sehr wünschen. Ich hatte Detlen Reis, unseren WM-Held Mario Götze und De Jong als Link für Ousmane Dembélé, aber ja, war leider nicht so. Richtig und richtig, mein Freund. Machen wir weiter, Freunde, mit den Außenverteidigern. Diesmal starte ich mal wieder rein und ich fange mal bei mir an auf der rechten Seite. Das ist der Spieler, der etwas obvious ist bei mir. Und zwar ist es ein Spieler aus der Ligue A, ein Franzose, und zwar Klaus Road to the Knockouts ist das 87er Europa League Karte. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. Auch gut für die Flanken und für die weiten Einwürfe. Und auf dem Linksverteidiger haben wir einen deutschen Spieler, und zwar ist auch ein bisschen gefährlich, weil der hat so eine Versus Ice Fire Karte. Der kann Linksverteidiger und Rechtsverteidiger spielen. Christian Günther. Ich ärgere mich so krass. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich hatte RV, den guten Trippier, Engländer, auch mit Wild Pass Plus für die Flanken, und LV habe ich die gute Katschaui, weil ich weiß, dass du die magst. Ja, bestimmt. Aber leider war wahrscheinlich zu einfach. Ja, darfst auch beide behalten. Wichtig. Mach du mal direkt weiter, Niki. Ich kann schon mal sagen, ich habe bei einem der beiden Spieler ein 100% Zeichen dahinter. Confident. Ja, ich ahne Böses. Ich habe reingestellt, du darfst. Also soll ich sagen? Okay. Pass auf. Ich habe LV, habe ich richtig Angst. Da habe ich den guten Maxi King. Den guten Maxi Mittelstädt Inform. Wie soll ich auf Mittelstädt Inform kommen? Ganz frische Karte. Hat letzte Woche einen Inform bekommen für seinen überragenden Chipper gegen SC Freiburg. Also der Mann hat am Wochenende jetzt wieder genetzt. So ist eine Maschine. Und RV, bisschen offensichtlich, Kevin Mbabu vom FC Augsburg. Das 100% Zeichen, das hat er so verdient. Kevin Mbabu habe ich natürlich aufgeschrieben. Nein. Da darf ein Bronze-Torwart hin, mein Freund. Aber nein. Ich kann schon mal sagen, im linken Mittelfeld steht bei mir Kai Havertz, Niki. Also, da werden ein paar Flanken hinkommen auf deinen RV. Super. Nein. Ja. Und Linksverteidiger habe ich auch Havertz aufgeschrieben, falls du nochmal in eine neue Liga gehen würdest. Gut. Ich stelle einmal rein meine beiden IVs. Und zwar wegen Bochum, weil wir da schon schöne Tage zusammen hatten, habe mich entschieden für Kevin Schlotterbett, Centurions und für eine neue Karte, die könnte sehr offensichtlich sein, Future Star, auch deutscher Spieler, Bissek von Inter Mailand. Und im Tor habe ich deinen Lieblingstorwart Dudek. Ich dachte eher, du nimmst deinen Lieblingstorwart. Ich habe Schmeichel aufgeschrieben. Nein. In der Verteidigung dachte ich mir einerseits, dass du noch mit einem Franzosen gehst. Und zwar mit Simacon von RB Leipzig habe ich aufgeschrieben. Sehr, sehr gute Karte. Und ja, Niki, LEV, Future Stars Bissek, was soll ich sagen? Bronze in den Verteidiger rein. Ich freue mich. Bronze Innenverteidiger ist drin. Das könnte so krachen. Das könnte halt wirklich krachen, Niki. Ich starte mal bei mir rein, okay? Bist du ready? Und Torwart schmeichelt, genau. Okay, ja, ich bin ready, ja. Ich halte einmal rein. RIV gehen wir mit einem deutschen Kollegen. Ich habe ihn lange in der VBL dieses Jahr gespielt. Und zwar ist die Rede von Lukas Klostermann. Thunderstruck müsste das sein.
Linke Innenverteidiger nehme ich meinen Hero-Spot. Und zwar ist es der gute King aus der Premier League, damit Kai Havertz noch ein bisschen. Der ist so schlecht eigentlich. Krass, geht ja weitermachen. Und im Golazo packen wir eine richtig gute Karte hin. Und zwar Road to the Final, Gianluigi Donnarumma. Bisschen obvious, also es ist zum Mäusemelden. Ich habe mich entschieden für Sigilia vom SC Freiburg wegen dem Bündnerling. Für Todibo aus der französischen Liga von Nizza. Und tatsächlich auch für deinen Hero-Spot Dudet im Tor. Oh, Junge. Bei Donnarumma hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil Stürmer im Tor hätte jetzt nochmal alles ändern können, Niki. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel jetzt. Glaubst wenn du als FC Bayern mitfliegen nach Rom oder wird noch Mourinho akquiriert? Tuchel darf mitfliegen. Ich sage auch safe, dass Tuchel noch die ganze Saison Trainer bleibt. Die machen nicht nochmal sowas wie bei Nagelsmann. Das Nagelsmann war. Oh mein Gott, guck mal. Freunde, seht ihr das? Diese fucking Pflanzen. Oh mein Gott, die Juff. Nicht für Anstoß. Und dann über meinen Bronzeverteidiger. Die Nummer 3. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Der Guendouzi, der sieht voll aus wie Del Piero auf der Karte. Ja, also wirklich 1:1. Was nächstes Mal? Josua! Ja, Dudet! Boah, wie er ihn wegdrängt! Ja, ist es der Bronzetorwart? Ist Dudet deiner? Jawohl! Hey, das war übel gut! Richtig! Einmal nach vorne, Freunde! Komm, der kann doch. Guck mal, wie der flankt! Herrlich! Also, deine Bronzespieler machen echt einen super Job, ne? Also, ohne Spaß jetzt. Mittelstädt. Ablegen. Fülle. Sag mal, genau das ist dein Job. Nur deswegen spielst du. Meine Güte, ehrlich, Niklas Wiltrow. Gegen wen hat er das Kopfballduell verloren? Wer war das? Klaus, glaube ich. Ja, das ist. Bitter. Hauptsatz 2. Noch alles drin. Hauptsatz 2. Joke. Gutet! King Kai Havertz mit dem 2-0. Wichtig. Niki, ihr Harald macht einen super Job da vorne, ne? Harald, Niklas. Er ist es einfach. Oh, was ein schöner Mensch, Harald Kane. Herrlich gemacht. Ach, immerhin über 100k. Der Bauer. Der Starspieler. Ich hab gerade so eine Glatsche, Freunde. Wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen jetzt mal. Ja! Also dieser King ist echt Bombenscheiße, da muss ich dir recht geben, Niki. Ja, sag ich doch, der ist bodenlos. Was ist denn das? Also Lücke ist echt bodenlos, Niki. Also, das ist unfassbar, wie schlecht Lücke ist. Und du willst uns zum EM-Titel schießen, oder was? Da kommt die Bugflanke. Bronzeverteidiger. Okay. Also Mittelstädt ist echt mein Nemesis. Ich bin nie wieder über rechts. Ich glaube, mit 3-0 kannst du leben, oder, Niki? Mit den zwei Bronzespielern. Ja, das ist okay. Ich hätte gern noch das eine oder andere mehr nach vorne kreiert. Aber man wird halt direkt abgestraft, wenn man mal auch mal eine Pause in der Wochenendlieder einlegt. Da ist man einfach nicht mehr so drin, aber andererseits muss ich auch sagen, also irgendwie Füllkrut, keine Ahnung, hat der zwei Sterne Skills oder was macht der da? Ja, passt. Darf ich? Du darfst, ich hab umgestellt. Ein 4-4-2 ist das, ne? Es ist ein 4-4-2, richtig. Dann nehmen wir einmal beide Außenverteidiger und den rechten Innenverteidiger, Niki. Beide Außenverteidiger sind beide Bronzespieler. Ja, weg. Und tatsächlich hast du noch mein Captain getroffen. Mein Starspieler, den Flöten. Für ja. 114.000 heute gekauft. Ja, damit kann ich leben. Das ist gut. Ich muss eh fast der teuerste sein, ne, in dem Team. Ja, das war der teuerste. Ja. Teuersten Spieler getroffen. Stoß ich ab. Ja.
Ja. Profispieler sollen die abstoßen oder ist das okay? Also, ja, auf jeden Fall. Hau die weg. Also, aber Spendelink war schon gut. Also, ich sag dir ehrlich, den hätte ich dann noch beide im Verein gehabt. Ja, aber Niki, hau den weg. Der war echt scheiße. Was ist dein Tipp fürs Spiel dann schnell noch? Mein Tipp fürs Spiel ist eine Reaktion von Bayern, also ein 3-0. Ein 3-0 im Stadio Olympio. Ja, im Stadio Olympia. Das ist krass. Okay, ich gehe mit einem Italiener bunkern, Lazio wird bunkern. Ich sag eine 0-1, also 1-0. Bayern, Tor, Thomas Müller. Ja, würde ich sagen, sind wir raus. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt auch da mal rein, welche Spiele ihr in den nächsten SBBs haben wollt. Wird, glaube ich, eine geile Serie. Wir ziehen durch. Und ja, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.